Peter, bist du das? Hey, Chef. Hat nicht mal einen Namen, sein Name ist Chef. Kriegen wir neue Hauptmenümusik? Das klingt wie neue Hauptmenümusik. Oh, und das Hauptmenü sieht jetzt total anders aus. Das Hauptmenü ist jetzt blau statt schwarz und die Schrift ist alles in Gold statt in Weiß. Und die neue Musik ist schön. Oh, es ist richtig entspannt. Oh, ich will das Spiel gar nicht spielen, die Musik ist zu gut. Ist gar nicht so bedrohlich wie im Hauptspiel. Das Hauptspiel hat eher so gedröhnt. Und das ist jetzt eher ein bisschen ruhiger. Das ist schön. Ich fühle mich innerlich ausgeglichen. Hey, Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zurück zu The Final Station. Beziehungsweise willkommen zum DLC zu The Final Station namens The Only Traitor. Wie könnte ich den DLC nicht spielen? Ich habe das Spiel geliebt. Ihr habt das Spiel geliebt. Und ich wusste nicht so ganz, ob ich ihn spielen will, weil ich nicht wusste, ob er wirklich gut ist. Aber ihr habt mir gesagt, er ist wirklich gut. Deswegen spielen wir The Only Traitor. Ich starte ein neues Spiel. Und soweit ich weiß, kriegen wir im DLC ein bisschen Einblick in das, was eigentlich abgeht. Und das spielt auch ungefähr zur gleichen Zeit. Also könnten hier einige Fragen beantwortet werden, die nicht beantwortet wurden. Wir müssen uns fertig machen und gehen. Okay, es fängt endlich an wie das Hauptspiel. Right Mouse Button, Melee Hit. Ich habe einen Baseballschläger. Ich bin schon mal 100-mal cooler als im Hauptspiel. Okay, was ist hier drin? Wasser. Kann ich hier rein? Ich kann hier rein. Hi! Ist das mein privates Räumchen? Lebst du noch? Hi! Also, ich weiß nicht, was ich beruflich mache. Aber ich bin definitiv kein Lokführer. Und ich weiß nicht, was das hier ist. Wasser. Und das sieht wieder aus wie die McDonald's-Tüten. Und das da ist Benzin. Ah ja, ich schätze, ich muss das sammeln. Hier jetzt auch noch weiter? Ich gehe erstmal nach links. Ich weiß wieder nicht, wo ich hin soll. Ich weiß wieder nicht, wo es weitergeht. Okay, ich nehme an, hier kann ich nicht raus. Das klemmt. Okay, natürlich. Dankeschön. Hier hoch. Die Musik läuft immer noch, ne? Das ist richtig entspannt eigentlich. Hi. Kann ich... Ja, ich kann es auch laden. Das hämmert gut. Ich wünschte, ich hätte im Hauptspiel so einen Schläger gehabt. Ausrufezeichen. Was? Ist hier was? Seite 10. In Anlehnung an diese Fakten vermehre ich meine Annahme, dass die Mitglieder des Rates nur Strohmänner sind. In Kenntnis der Intention von Vermont White vermute ich, dass er einen ernsten Grund dafür hat, ihre richtigen Namen geheim zu halten. Was mich am meisten beunruhigt, wer sind diese Leute im Interesse deren... Was im Interesse derer Vermont White höchstpersönlich uns täuscht? Vielleicht finden wir das raus, weil das wurde, glaube ich, auch nie ganz erklärt, wer die jetzt eigentlich sind und was die so machen. Morgan. Wo hause ich? Und wer bin ich? Und was tue ich? So viele Fragen. Ups. Ich weiß nicht mal, wie ich das einzuordnen habe, aber ich bin jetzt schon wieder voll drin. Warte mal, konnte ich nicht hier hinten noch hoch? Doch, hier war auch noch eine Leiter. Es geht schon wieder los. Das Erkunden geht schon wieder los und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Hier kann ich natürlich auch rein. Ich kann überall rein. Oh, nee. Harry, bist du zu Hause? Ich nehme an, Harry existiert nicht mehr. Ich weiß nicht, wo ich diese Info habe. Lebt hier noch irgendjemand? Ich weiß nicht, wo ich die Info habe. Aber ich behaupte einfach mal, die meisten davon gibt es nicht mehr. Es ist keiner mehr da, richtig? Nee. Aber das Symbol kenne ich. Das ist doch wieder das, dieses Kultsymbol, was man schon im Hauptspiel mehrfach gesehen hat. Hier ist das Buch. Phantomsymbole des neuen Glaubens von Remus Woods. Des neuen Glaubens. Die Typen mit den weißen Augen, Fragezeichen. Auf einmal ist die Musik still und es dröhnt. Ah ne, jetzt geht sie wieder los. Okay. Ich wollte gerade sagen. Und überall diese Symbole hier. Wenigstens kann ich die Aussicht genießen. Was geht hier vor? Gute Frage. Jack! Bist du zu Hause? Es ist keiner mehr zu Hause. Ich bin der Letzte, richtig? Ich bin offiziell der Letzte. Datenübertragung 100%. Was hast du übertragen? Wie ich sie vermisst habe. Wie ich diese kleinen, schnellen Freaks vermisst habe. Es ist so schön, dass sie wieder da sind. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ich gehe nochmal zurück und dann in den Raum hier unten. Weil hier gibt es keine durchbrechbare Wand, also muss ich von der anderen Seite da rein. Aber wenigstens habe ich jetzt einen Schläger, der anständig Schaden macht, also werde ich mich nicht beschweren. Wenigstens kann ich es jetzt mit ihnen aufnehmen. So, ist hier jemand? Hi, Fremder.
Ich weiß nicht, wer ich bin und wer du bist, aber hi, willst du mit mir kommen? Gott sei Dank, du lebst noch. Was zur Hölle ist da los? Sie sind zurück. Und wir müssen jetzt weg hier. Bist du dabei? Wenigstens kann ich jetzt endlich sprechen. Harry Green, Redakteur. Okay, die haben jetzt Stats. Crafting, Medic und Sozialität. Warum sollte ich ihn da lassen, wenn ich ihn retten kann? Ich nehme ihn mit. Das heißt, ich muss mir jetzt überlegen, ob ich Leute mitnehme oder nicht. Okay. Das ist neu. Das heißt, ich werde nicht alle mitnehmen können, richtig? Ist hier noch jemand zu Hause? Irgendjemand? Selbst wenn die Polizei die Wohnung durchsucht, finden wird sie nichts. Ich kann ja heute nicht lesen, irgendwie. Alle Daten sind auf unserem Server gespeichert. Raffiniert, ich informiere den Chef. Frag dabei gleich nach einer Gehaltserhöhung. Okay. Und hier ist natürlich nichts. Okay, jetzt da ich weiß, dass das ganze Gebäude so halbwegs in sich abgeschlossen ist, kann ich ganz nach unten und dann nach rechts durch. Mir fehlt aber noch Benzin. Ich habe irgendwo Essen gefunden anscheinend, ich habe nicht drauf geachtet, mir fehlt noch Benzin. Weil da war ja was, in dem DLC fährt man Auto, nicht Zug. Und ein Auto braucht Benzin. Da ist das Benzin und das Auto. Okay, können wir abhauen? Ich hab glaube alles. Ich kann jetzt gehen. Okay, wir fahren Auto. Das ist cool. Das ist ein schicker Wagen. Das ist ein Muscle Car. Tatsache, es sieht so ähnlich aus wie das Hauptspiel, nur mit Straße. Und er sagt anscheinend doch. Was muss ich denn füttern? Ich weiß es nicht. Kannst du die Musik nicht etwas leiser machen? Craft und Heal. Halt die Klappe, Harry. Schön. Ich bin also ein Bad Boy, so kommt es mir zumindest rüber. Was hast du über den Sandsteinschutzraum gehört? Musik ist schön. Ich glaube, der ist nur für Fabrikangestellte. Okay. Kannst du was craften? Er kann was craften. Medkits? Nee, dafür habe ich das Zeug nicht. Munition auch nicht. Ich glaube nicht, dass man uns dort hineinlässt. Okay, Heal. Plus 50 HP. Hätte ich das drücken müssen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Was ist mit den anderen? Hat irgendjemand von den Nachbarn überlebt? Wahrscheinlich nicht. Also nein, natürlich nicht. Ich war ja da. Ich glaube nicht. Ich habe morgens Leiche gesehen. Geheimnisvolle Travel-Musik. Mist. Und die Sekretäre von oben? Die habe ich nicht gesehen. Weder lebendig noch tot. Und wir fahren einfach mitten durch die Wüste. Wenn das Auto hier kaputt geht, sind wir erledigt. Vielleicht haben sie vorher davon gewusst. Ist schön. Und sind geflohen? Fragezeichen. Sei nicht albern. Wir sind am Leben. Das ist alles, was zählt. Das ist die richtige und gute Einstellung. Wenn alles andere kaputt geht, wenigstens lebst du noch. Das ist schon mal gut. Sonst noch irgendwas? Nein, ich glaube, das war's. Und jetzt hier drauf und dann ist alles gut. Okay. Und so bewegen wir uns quasi von Station zu Station. Das heißt, der Zug wird durch ein Auto ersetzt, ein paar Mechaniken funktionieren anders, aber im Kern ist es immer noch dasselbe Spiel und das ist gut so, weil sonst müsste ich mich jetzt wieder an was anderes gewöhnen. Ich suche Vorräte. Und bewegt sich weiter. Okay, das heißt, im Prinzip läuft's gleich. Ich gehe jetzt wieder hier durch und suche nach Vorräten, um dann quasi weiterfahren zu können. Diesmal suche ich keinen Blocker-Code, sondern ich suche eben Wasser, Nahrung und Benzin. Irgendjemand hier? Ein schöner Ort. Ach nee, aber hier ist Essen. Jungs, können wir darüber nicht sprechen? Das Ding ist geil. Der Baseballschläger ist voll nice. Essen. Da wäre das schon mal. Sonst noch irgendwas. Du siehst anders aus. Oder? Der sieht nicht aus wie ein normaler. Oder doch? Ja, ich wusste doch, dass an dir was anders ist. Okay, es gibt jetzt auch welche, die kriechen können, wenn man sie eigentlich schon totgeschlagen hat. Es fühlt sich so an, als ob sie schon am Boden wären, aber nein, die kriechen immer noch. Okay, ich geh erstmal runter. Gibt's hier noch irgendwas? Hallo? Wasser, da ist das Wasser, es fehlt nur noch Benzin. Ach, Leute, bitte. Das Ding ist voll gut.
Okay, die sind aber halbwegs schwer auseinanderzuhalten, die neuen. Die sehen so ähnlich aus, aber ein bisschen schlanker. Irgendwie. Ich erkenne sie schon, aber ich könnte nicht genau festmachen, woran ich sie erkenne. Mein Gehirn erkennt sie, aber ich weiß nicht, woran ich sie erkenne. So. Was ist das hier unten? Theater? Das ist ein Theater. Hi! Ich kann dich nicht mitnehmen, glaube ich. Ich glaube, im Auto ist immer nur Platz für einen, aber nagel mich nicht drauf fest. Sir, warten Sie. Ja? Bitte nimm mich mit. Bitte. Ich komme hier nicht alleine weg. Anscheinend ist doch mehr als ein Platz im Auto. Was Sinn macht, weil ein Auto ist relativ groß. Aber muss ich dann nicht irgendwie die Vorräte aufteilen? Ich weiß es nicht. Ich nehme den mal mit. Filmverführer Jesse Michael. Warum nicht? Du kommst mit mir. Habe ich gerade einen furchtbaren Fehler gemacht? Habe ich gerade unsere Reise zum Scheitern verdammt? Könnte sein, ich weiß es nicht. Aktuelle Vorstellung, die Rückkehr des Wächters 2, der letzte Kampf. Drama, Science Fiction, Regisseur, was ist denn heute los? Alan Creed, 142 Minuten. Ich nicht sprechen. Gut. So, explosives Fass. Aber keine Gegner dafür. Werd jemand misstrauisch bei sowas? Außerdem geht's hier nicht weiter, mir fehlt Benzin. Habe ich Benzin übersehen? Irgendwo. Ist das ganze Level? Das ist ja winzig. Aber das ist anscheinend das ganze Level und ich habe irgendwo Benzin übersehen. Und das hier zählt nicht als Benzin. Richtig? Also mir fehlt definitiv Benzin. Ich kann so nicht weiterfahren. Es sei denn, es gibt links noch was, aber ich glaube nicht, oder? Ich habe zumindest nicht geguckt. Ah doch, da geht's auch noch wohin. Okay. Ich wollte gerade sagen, das kann ja fast nicht sein. Hier geht's auch noch wohin. Irgendjemand zu Hause? Ich habe ein explosives Fass. Wenn jemand zu Hause ist, dann sagt's jetzt, weil sonst erschrecke ich mich und werfe euch das Ding an. Toilettenpapier und Seife. Hier geht's auch noch runter, weil natürlich jedes Haus hat einen Bunker in dem Spiel. Hier ist noch was. Kannst du nicht wenigstens einen Kühlschrank gewinnen? Wir können das verdammte Essen nirgendwo aufbewahren. Okay. Hier fehlt doch irgendwas, ne? Zum Beispiel ein Kühlschrank. Oh, nö. Ich glaube, da habe ich mit dem Fass jetzt schlechte Karten, ne? Bei den Kleinen. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Ein Pokertisch. Familie Derby. Kühlschrank, Herd, Sofa, Bett. Familie Jones, Unterschrank und Kleiderschrank. Die verwetten Möbel beim Poker. Was? Also davon habe ich noch nie gehört. Ich muss das Fass loswerden. Ich glaube, das ist kein guter Plan da unten. Yay. Explosion. Wenn ich das da unten hinwerfe, dann bringe ich mich, glaube ich, nur selbst um. Hi. Hi, Leute. Hi. Das Ding ist gut. Will ich auch im Hauptspiel haben, bitte. Der Schläger. Das ist eine der besten Waffen bis jetzt. Braucht keine Munition und macht Schaden ohne Ende. So, nee, du bist einer von denen, die nicht liegen bleiben. So viel dazu. Das erste Level im DLC, ich bin schon wieder kurz vorm Sterben. Das sind die, die liegen bleiben. Richtig? Jawohl. Jawohl. Ein bisschen draufhauen, dann bleiben sie liegen. Und irgendwie sind die Level viel verwinkelter, kann das sein? Weil hier ist Benzin. Weil jetzt geht hier viel weiter nach links. Und auch oben ging es noch durch. Warte mal, soll ich nochmal kurz hochgehen? Ich weiß nicht, die Level sind irgendwie viel, viel größer. Weil im Hauptspiel gab es immer so einen Weg, den man nehmen konnte, der dann quasi ein Rundweg war am Ende. Wo man dann irgendwo rausgekommen ist, oder ganz am Anfang wieder rausgekommen ist, wenn man einmal unten durch ist. Aber das geht hier, Das geht immer noch. Ich wollte gerade sagen, das geht hier, glaube ich, nicht mehr. Es ist zumindest nicht mehr so aufgebaut. Also muss ich mich daran gewöhnen. Jungs, kannst du mal kurz hier rüberkommen? Danke. Freut mich. Dankeschön. Pistole, Munition, Hose und Duppen. Es gibt auch anscheinend wieder eine Pistole, weil ich habe gerade Munition dafür gekriegt, aber ich habe die Pistole noch nicht. Okay, aber wenigstens gibt es wieder eine Schusswaffe. Dann auch gerade die Pistole, das ist gut, weil ich habe die Pistole sehr gemocht. Ich bin irgendwie nie so richtig mit dem Sturmgewehr klargekommen, aber die Pistole war nice. So, was ist hier drin? Bierflasche. Alkoholfrei. Irgendwie mag ich den. Der hat ein bisschen Charakter. Kumpel, kannst du... Ich bin jetzt tot wahrscheinlich, wenn er auf mich zukriegt und mich trifft. Nee. Die halten aber schon gut Schläge aus, ne, die neuen. Und es gibt jetzt viel mehr Musik. In fast jedem Level läuft Musik.
Der hier hat es nicht geschafft. Was hat er dabei? Schießpulver, Zigaretten und Tabletten. Okay, so. Das muss sein. Das ist Tradition, dass man am Anfang jedes Fenster einschlägt. Okay, dann kann ich noch hier raus. Und hier hinter. Schauen, was es hier sonst noch gibt. Ich meine, Supplies werde ich nie ausschlagen. Noch ein Treffer und ich bin tot. Ich halte noch exakt einen Treffer aus, dann wird es unbequem. Was ist hier drin? Altmetall und Whisky. Okay, kann ich hier runter? Geht das? Jawohl, ich kann hier runter droppen. Nice. Und da ist jetzt wieder der Rundweg. Das ist jetzt wieder ein in sich geschlossener Rundweg. Die Straße ist eingesackt. Mist. Das heißt, ich kann hier nicht weiter und ich habe das gerade umsonst gemacht. Schön. Was für ein Gestank. Hust. Ach so, ist es so gedacht, dass ich andersrum hier durchlaufe? Ich glaube, ich bin gerade falsch rum durch die Kanalisation gelaufen. Was auch Sinn macht, weil wenn man auf der anderen Seite quasi runterfällt, kommt man nicht mehr raus. Es sei denn, man nimmt die Kanalisation. Okay, bin ich bereit zu gehen? Habe ich alles? Ich glaube, ich habe alles. Es sei denn, ich habe was übersehen, weil ich noch nicht weiß, worauf ich achten muss und was in dem DLC wichtig ist. Ich drücke jetzt einfach mal und wir gehen. Zeit zu gehen. Ich habe Benzin, ich habe Essen und ich habe Wasser. Ich hoffe, keiner von denen kann sterben, weil ich kann jetzt nicht mehr aktiv verwalten. Habe ich den anderen jetzt rausgeschmissen? Ich bin Jesse. Ich habe den anderen jetzt rausgeschmissen, ne? Ah, das habe ich gemacht. Peter. Mein Name ist Peter. Okay. Vielen Dank. Ich muss mir merken, ich heiße Peter. Ich hatte die Hoffnung, dass mich jemand retten würde, schon aufgegeben. Könnt ihr ein bisschen schneller reden? Das hat sonst immer so komische Pausen. Heutzutage kümmert sich jeder nur um sich selbst. Nicht ich. Ich habe ein schickes Auto mit Streifen. Hör mal, Jesse. Es passen nur zwei Leute rein, den anderen habe ich rausgeschmissen, ne? Ich will dich nicht mit irgendwelchen Illusionen trösten. Ich bin nicht hier, um Leute zu retten. Und wenn du nicht weißt, wie man Erste-Hilfe-Kästen oder Munition herstellt, dann bist du mir nicht von Nutzen. Kannst du schnell rennen? Schaffst du es nicht weiter als bis zur nächsten Stadt? Und ich kann nichts craften. Ist er zu schlecht dafür? Ist es das? Ich weiß es nicht. Habe ich mich klar ausgedrückt? Ja, ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt, weil er sagt gar nichts mehr. Ja, Sir. Irgendwie ist das Menü kaputt, weil das passt nicht. Keine Ahnung. Ich muss mich daran gewöhnen. So, sind wir fertig. Wir sind fertig. Okay, das heißt, wann immer ich jemanden mitnehme, fliegt der Typ, den ich gerade dabei habe, aus dem Auto und muss auf sich selbst aufpassen. Toll, das macht es ja noch schlimmer als im Hauptspiel, wo ich ja auch nicht alle retten kann, aber wenigstens passt mehr als einer und ich werde nicht geheilt. Ich hätte auf Healing drücken müssen, dafür ist der Button. Neben dem Charakter, den ich dabei habe. Es gibt viel zu lernen. Es gibt viel zu lernen. Okay, der Eingang zum Schutzraum müsste hier irgendwo sein. Und man kann die Level jetzt in zwei Richtungen ablaufen, oje. Erst nach links oder erst nach rechts? Ich gehe erst nach links. Piep. Es ist zu still, mal wieder. Gefällt mir nicht, grundsätzlich. Es ist viel zu ruhig. Hier ist noch irgendwas. Wir haben weniger vollständig kompatible Exemplare gefunden als erwartet. Schick alle Exemplare mit einem Koeffizienten unter 7 in den LABS-Bunker. Da waren wir schon mal im Hauptspiel. Die Exemplare mit höheren Koeffizienten kannst du behalten. Jetzt sofort? Aber der Besuch hat doch noch gar nicht angefangen. Wir wissen nicht mal, ob er überhaupt stattfinden wird. Der Besuch ist mir egal. Bring sie in den Bunker und schließe ihn. Ich erwarte die ersten Ergebnisse der Experimente innerhalb von einer Woche. Den LABS-Bunker, da waren wir schon mal. Da war der Zugführer. Ich weiß gar nicht. Doch, ich glaube, man besucht hier auch Orte, die man schon kennt, aber aus anderen Perspektiven quasi. Ah, nein. Da ist der erste Tod. Hätte ich gewusst, wofür der Healing-Button ist. Toll. Jetzt laufe ich das nochmal ab, nur damit es gemacht ist. So. Mein Leben wird auch nicht restored. Ne? Ich muss extrem aufpassen, was ich tue. Klasse. Das freut mich sehr. So. Da. Das Ding ist cool, aber es braucht ewig zum Schwingen. Laufe ich mal darüber. Ich wollte gerade wieder runter. Und dann wieder woanders hin, aber nee, ich laufe jetzt mal hier rüber. Hier habe ich früher mal gearbeitet. Das Büro des Chefs müsste hier irgendwo sein. Okay. Machen wir dann alles kaputt, weil der Chef böse war. Mit geladenem Schläger.
Der Chef lebt doch. Verdammt. Verdammt im Sinne von verdammt, er lebt noch? Peter, bist du das? Hey, Chef. Hat nicht mal einen Namen, sein Name ist Chef. Was hast du hier verloren? Ich versuche zum Schutzraum zu kommen. Zum Schutzraum. Mensch, was? Nichts, nichts. Toll. Jetzt muss ich mir schon wieder überlegen, was ich mache. Okay, also, wenn man jetzt mal außen vor lässt, dass die alle auch vielleicht eine Persönlichkeit haben und man sich mit ihnen anfreunden kann, wenn man das ignoriert, geht's eigentlich nur um die Stats. Und wichtig erscheint mir nur Crafting oder Medic. So, weil ich erstens noch keine Pistole habe und zweitens auch keine Medkits craften muss unbedingt, behalte ich jetzt mal Jesse Michael, weil der mich heilen kann. Und ich brauche gerade Healing und ich will das Medkit nicht benutzen. Das benutzen wir, wenn es ernst wird, okay? Sehr, sehr ernst. Dann lasse ich mich lieber healen im Auto. Das heißt, ich lasse Bill Jerome, den Fabrikdirektor und meinen ehemaligen Chef, so leid es mir tut, hier. Tut mir leid. Aber er sieht auch nicht wirklich aus, als würde er weg wollen, bin ich mal ehrlich. Alte Bücher und CDs. Er sieht nicht wirklich aus, als würde er gehen wollen. Außerdem kann ich ihm ja was Gutes tun, indem ich den Laden hier sichere, damit er quasi überleben kann, richtig? Wenn es hier keine Zombies mehr gibt, dann wird er mit größerer Wahrscheinlichkeit überleben. So, okay, jetzt, da ich das gesagt habe, zurück im Spiel. Ich bin wieder voll drin. Und ich habe noch nichts von dem gefunden, was ich brauche. Toll. Da ist Wasser. Da ist Wasser. Das sehe ich sofort. Da ist Wasser. Ich schätze mal, wenn ich gehe, ohne was davon zu finden, dann stirbt mir mein Passagier weg? Fragezeichen. Keine Ahnung, was ist das? Elektrum für $45. Elektrum. Das klingt wie irgendwas streng Geheimes, was ich gerade einfach so aufgegabelt habe. Von dem ich nicht mal weiß, was es ist, aber hey, es glänzt. Okay. Find das interessant. Es ist immer noch dasselbe Spiel. Aber ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen erweitert irgendwie, so fühlt sich's an. Und wir sind wieder underground. Toll, warte mal, kann ich? Ja, ich kann. Und ich bringe mich dabei selbst um, mich hält. Wo komme ich raus? Oh, nö. Hier? Ich komme hier raus? Toll. Also Kinder, wir versuchen es nochmal. Mal schauen, ob es geht. Yay, es hat funktioniert. Und jetzt bin ich eingesperrt mit diesem kleinen Vieh direkt unter der Leiter. Aber wenigstens bin ich nicht tot. Wenn ich jetzt nochmal sterbe, kann ich das alles nochmal machen. Nee, komm her. Jawohl, hat funktioniert. Klasse. Und jetzt mache ich die Tür auf und irgendwas jagt mich in die Luft. Ich kann es nochmal machen. Ja, hab's gewusst, dass einer drin ist. Offensichtlich. Yeah. Das war ein geladener Hit. Jetzt. Was ist denn hier unten los? Ich find's schön, wie er da einfach ganz ruhig sitzt, als wäre es ein ganz normaler Arbeitstag. Ist ja nichts Spezielles oder so. Komm her. Komm her, try me. Komm. Komm, do it. Do it. Komm schon. Yeah. Das war knapp. Ich will nicht sterben. Ich will das nicht nochmal machen müssen. Ich glaube, ich benutze gleich ein Medkit. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Hier geht's wieder runter. Die Level sind so groß, ne? Wenn da was drin gewesen wäre, wäre ich jetzt erledigt. Ich habe heute Nachtschicht. Ich werde versuchen, den größten Brocken Elektrum im Lager zu verstecken. Zwischen den Kisten. Deine Aufgabe besteht darin, ihn zu finden, aus dem Werk zu transportieren. Und entdeckt zu werden, wir treffen uns bei Martin und suchen nach einem Käufer. Das ist das Zeug, was ich hier oben aufgegabelt habe. Elektrum. Ah ja. Und hier wieder einfach straight runter. Schön. Pistolenmunition. Ich mache mich mal bereit für den Fall. Ja, hab's gewusst. Hab's gewusst. Hab's gewusst, hab's gewusst, hab's gewusst. Und du bleibst liegen. Die Musik ist so friedlich und hier ist Benzin. Ich trau keiner Tür mehr, ich habe keine Schusswaffe. Ich muss in der Nähe sein. In der Nähe von was? Ah, Schutzraum, stimmt, da war ja was. Ich hab schon ganz vergessen, was er eigentlich will. Das ist was vom Schutzraum, wirklich. Großer Glückwunsch, hat gut funktioniert. Klasse. Hier hat's keiner geschafft, ne? Mist. Warum zum Teufel ist es verschlossen? Tja. Können wir uns denken, was er sagt? Das ist doch... Ja, ist okay. Peter, komm runter. Ja, ist... Da gibt's... Da kommen wir nicht rein. Niemand kommt da noch rein. Kann ich das... Nee, ist einfach nur natürlich, die aufmachen kann.
Okay. Kriegen wir vielleicht Stats, was da so alles drin wohnt? Wobei, ich will es eigentlich gar nicht wissen. Das heißt, der Schutzraum hat nicht funktioniert. Was klasse ist. Das heißt, wir suchen den nächsten. Eigentlich besteht meine Quest nur daraus, Schutzräume zu finden. Das ist alles, was er will. Er will einfach nur sicher sein. Während er in seinem schicken Marschall herumfährt und irgendwelchen Zombies in den Kopf einschlägt. Warum war ich hier vorher nicht drin? Keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass man hier noch was machen kann. Also gehe ich auf die andere Seite. Muss ich da nochmal alles machen? Gibt es da nochmal hunderte Schutzräume? Mir fehlt noch Essen. Ich schätze mal, es gibt es hier drüben. Ich schaue erstmal hier. Ah, hier kriege ich dann wahrscheinlich das Essen her. Hier gibt es wahrscheinlich keinen Schutzraum. Eine Pistole. Das könnte noch nützlich sein. Da ist es. Ich bin jetzt bewaffnet. Ist das ein Revolver? Das sieht nicht aus wie die normale Pistole. Das sieht aus wie ein Revolver. Okay, ich habe immer noch meinen Schläger. Das heißt, ich werde wie immer Munition sparen, so sehr es möglich ist. Weil hier ist das Zeug noch schwerer zu kriegen. Hier brauche ich Leute, die es craften können, weil ich das nicht allein kann. Okay, Pistolenmunition. Das. Alles schön. Ach nee, nicht ihr. Nicht ihr. Ja, das ist eine andere Waffe. Das ist eine andere Waffe. Das Ding macht mehr Krach. Hier ist das Essen. Nice. Und noch irgendwas. Michael, eine neue Ladung Elektrum ist eingetroffen. Wie immer hat Adam uns irgendwelche übrig gebliebenen Teile geschickt, statt pures Elektrum. Will er, dass wir Experimente durchführen oder durch Müll wühlen müssen? Rede endlich mit ihm. Wenn er das nicht richtig machen will, gibt es andere Forschungsprojekte für uns, die vielversprechender sind. Okay. Und das Essen. Und jetzt, da das so auf dem Tisch steht, sieht es noch mehr aus wie eine McDonalds-Tüte. Ich kann das nie wieder selektiv aus meinem Gedächtnis löschen. Ich sehe das jetzt für immer. Dankeschön, wer auch immer das gesagt hat. Laboratorium? Und Wachen. Und eine extrem gut klingende Waffe. Es ist ein Revolver, ne? Ich sehe das nicht falsch. Ach, nee, komm. Nee, bleib liegen. Bleib liegen. Ja, die bleiben dann halt leider nicht liegen. Soll ich schießen oder soll ich... Komm, ich mache. Ich gebe ihm einen anständigen Schlag. Ich hasse sie. Ah, neuer Zombie-Typ. Mit dem muss ich noch klarkommen. An die anderen habe ich mich inzwischen gewöhnt. Die kenne ich ja alle schon. Aber damit muss ich noch klarkommen. Doch, es gibt noch einen Schutzraum hier unten runter. Sonst irgendwas hier? Wir werden sehen. Nix hier. Okay, ich kann was lesen. Irgendwelche Neuigkeiten? Hallo Adam, wir konnten einige neue Zustände von Elektrum erreichen, indem wir es Hermanns Photon-Oszillator aussetzten. Was? Leider konnten wir in diesen Modifizierungen keine konsistenten Muster erkennen. Euer Ziel bestand darin, den Effekt des Kristalls zu verstärken. Alles andere interessiert mich nicht. Ich verstehe, aber wir können so schnell keine einheitliche Lösung finden. Schade, dass du nicht verstehst, wie ernst das Ganze ist. Ich gebe euch noch einen Tag. Wenn ihr dann keine Ergebnisse für mich habt, seid ihr gefeuert. Okay, sie testen an irgendwas rum, was sich Elektrum nennt. Ich schätze mal, das ist semi-wichtig. Das sollte ich im Hinterkopf behalten. Dekontaminierung. Die testen an irgendwas rum. Und wie sieht's hier unten aus? Neuer Zombie-Typ, der wahrscheinlich irgendwie auf die Ferne schießen kann? Fragezeichen. Was ist das? Ja, wenn ich das wüsste. Ich wette mit dir, der kann auf die Ferne... Ja, er kann auf die Ferne schießen. Ja, er ist ein Fernkämpfer. Toll. Das ist gerade, was mir noch gefehlt hat. Das besiegt jede Strategie, die ich bis jetzt hatte, die daraus bestand, hinzulaufen und zu schlagen. Sie haben jetzt Fernkampf, für die ich Munition benutzen muss. Oh nee, komm. Sonst so irgendjemand hier drüben, wenn es noch ein Fernkämpfer ist, gehe ich. Ich bin tot. Ja. Oder auch nicht, ich habe einen Pixel. Jungs, können wir... Das hat ihn nicht interessiert. Jetzt. Jungs. Okay. Ich habe so viel Leben. Ich habe quasi kein Leben mehr. Was machen die hier unten? Dieses Elektrumzeug ist auch echt wichtig. Das muss ich im Hinterkopf behalten. Wenn ich es vergesse, erinnere mich irgendjemand daran. Kommentare zur Gebrauchsanweisung. Bitte Folgendes beachten. Das Extrahieren von Energie aus einem Kristall mit gleichbleibender Geschwindigkeit ist allen verfügbaren Informationen zufolge ausreichend sicher, wie beispielsweise bei der Nutzung des Kristalls in Ristel. Versuche zum plötzlichen Extrahieren einer großen Menge Energie können ihr zu Instabilität führen. Bitte informieren Sie den Schmied und seine Ingenieure. Ich hoffe, wir finden noch mehr über den Schmied raus, weil der ist ja anscheinend echt genial. Weil der hat ja anscheinend den Wächter gebaut und die Züge. Also ja, ist ein interessanter Charakter. Würde ich gerne mal persönlich treffen. Aber wenn ich... Gibt's den überhaupt noch? Ich weiß gar nicht.
Aber trotzdem, mich interessiert, was er so gemacht hat und was er kann. Bericht. Erstens, der Effekt von Hermans, Hermans Photon-Oszillator auf Elektrum ist sehr unvorhersehbar und führt jedes Mal zu einer neuen Verbindung. Zweitens, die einzige Ausnahme sind Impulse von 421 keV. Kiloelektronenvolt. Richtig? Die Verbindungen zwischen den Elektronpartikeln zerstören. Das Elektronzeug ist cool. Würde ich auch gern mehr drüber wissen. So, können wir gehen? Ich glaube, wir können gehen. Ne? Ich habe alles gemacht jetzt. Okay. Und was sagt uns das? Kein sicherer Hafen hier. Bitte fahren Sie weiter. Ich muss mich jetzt unbedingt medizinisch behandeln lassen. Zeit zu gehen. Das ist wichtig. Daran muss ich jetzt denken, das zu drücken. Das ist nur ein Klick, also soll das easy gehen. Plus 80 HP. Hast du irgendwelche Informationen über den Schutzraum? Ich kann es auch nicht klicken, damit es schneller geht. Ich muss wirklich warten. Sir? Ich möchte jetzt nicht reden. Kann ich eigentlich... Nee. Doch, ich kann es ausmachen. Mach das mal aus. Es irritiert ein bisschen beim Lesen. Und wohin fahren wir? Das wissen wir nicht. Zum nächstbesten Schutzraum. Hammermäßiges Gespräch, Jungs. Wow. 10 von 10. 10 von 10. Ich kann jetzt Munition machen. Medkits nicht, aber Munition. Eine einzige Kugel, habe ich das richtig gesehen? Eine einzige Kugel, Ladies and Gentlemen. Welch riesige Ausbeute hier doch zustande kommt. Yay. Okay, wo landen wir jetzt? Ich frage mich auch, wenn wir immer durchkommen, wo ich schon war, ob ich das dann auch mitkrieg oder halt erfassen kann. Weil... Es ist halt ein Pixelspiel, da sieht alles ziemlich gleich aus. Man kann zwar in den Hintergrund irgendwie auseinanderhalten. Oh, und es geht wieder in beide Richtungen. Soll ich erst links anfangen? Komm, ich fange erst links an. Hier war mal ein Markt. Hier geht's runter. Soll ich erst oben durch? Ich gehe erstmal oben durch. Okay, das ist gruselig. Es ist einfach nur tiefste Nacht. Und ich höre komische Geräusche. Und ich bin nicht mal voll geheilt. Dankeschön. Oh, nee. Wirklich? Musste das sein jetzt? Toll, warum bin ich hier reingelaufen? Das ist ein Lagerhaus. Whisky für 40. Schön. Ich frage mich gerade, ob ich das Ding so werfen kann, dass ich ihn treffe. Wenn ich ihn nicht treffe, waste ich eine Kiste, was ein Kill ist. Sehr gute Frage. Ich kann sie anlocken. Vielleicht kann ich ihn treffen. Andererseits, wenn ich ihn hier treffe, bin ich auch hinüber, ne? Na, ich mach mal so. Komm. Ich habe immer noch die Pistole. Wenn ich das richtig anstelle, kann ich sie alle in die Luft jagen. Dankeschön. So war es gedacht. So, jetzt. Wieder eine Kugel verschossen. Bumm. Und es hat nicht mal alle umgebracht. Klasse. Klasse. So, nein. Ich will nicht schon wieder Leben verlieren. Tu mir einen Gefallen und bleib liegen. So, das war nicht gut geplayt. Mal wieder. Da ist es. Ich krieg's immer noch nicht auf die Reihe ganz. So, hier ist Wasser. Nice. Hier kann ich nicht mal hoch. Bin sehr enttäuscht. Hier geht's runter. Ja, hier geht's runter. Zu einem einsamen Fahrzeug. Was meinem irgendwie sehr ähnlich sieht, aber nicht so cool, weil ich habe einen Streifen an der Seite. Das sehe ich hier nicht, aber ich sehe es im Auto an, ob es cool ist oder nicht. Okay, das ist nicht so cool wie meins. Meins ist schnell, weil es einen Streifen an der Seite hat. Ach nee, Fernkämpfer. Warum? Dafür könnte ich jetzt eine Kiste gebrauchen. Das wäre geil. Okay, Headshots sind die Lösung. Headshots sind die Lösung für... Toll. Alle unsere Probleme. Aber drei davon brauchst. Oh, sollte ich die im Nahkampf bekämpfen? Ich muss mir irgendwas ausdenken für die. Ich brauche eine Kampfstrategie. Kommt vielleicht noch irgendwas. Nö. Geh weg. Ich hasse sie. Ah, die Kleinen sind auch schlimm. So, sonst noch irgendwas? Hier ist ein kleines Räumchen. Nur mal vorsorglich. Ja, hab's gewusst. Das ist zu gut, ne? Halbes Leben. The Dream. Klasse. Hier wäre ein Klo gewesen, hätte ich das mal mitgenommen. Okay, sonst noch irgendwas? Nein. Jetzt einfach straight wieder hoch. Jetzt kann ich auf die rechte Seite. Es gibt immer noch Rundgänge. Es sind immer noch Rundgänge, aber ich kann die Rundgänge jetzt auch aufmachen und quasi von der anderen Seite gehen. Das Meetup im Hauptspiel eben nicht. Das ist das Ding, was mich ein bisschen irritiert. Hier jemand drin. Natürlich ist hier jemand drin. Warum auch nicht? Kommst du hier raus und habe ich dich von deinem säurespuckenden Freund getrennt? Ja.
Und er bleibt halt einfach nicht liegen. Soll ich mal gucken, ob ich die im Nahkampf kriegen kann? Aber da muss ich extrem schlau mich bewegen, wenn ich das machen will. Warte mal. So, er spuckt und ich muss nach hinten laufen, sonst trifft er mich. Reproduzierbar? Nee, es geht nicht. Es geht nicht. Nahkampf ist keine Option. Ich muss schießen. Es geht nicht. Es geht nicht. Glaube ich zumindest. Behaupte ich einfach mal. Unterstelle ich mal. Washmaster. Ein Waschsalon. Und jetzt kriege ich Munition. Und da fallen auch immer die ganzen Patronen raus, wenn ich nachlade. Das ist auch schön. Da sind extrem viele Waschmaschinen. Guck mal, wie weit das nach hinten geht. Wer braucht so viele Waschmaschinen? Ich bin zu allem bereit. Okay. 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 Irgendwelche Überlebenden? Nee, aber hier ist Essen. Da fehlt mir noch Benzin. Okay, ein Chat. Was denkst du über diesen Orden der Ankunft? Was gibt es da zu denken? Die sind ganz normale Hochstapler. Ja, aber meine Frau sagt, dass sie einige gute Argumente vorbringen. Wovon redest du? Wenn die Regierung uns täuscht und alle Bunker schließt, was machen wir dann? Was schlagen deine Schlaumeier vor? Sie bauen ihren eigenen Schutzraum. Der Orden der Ankunft. Sind das die Typen mit den weißen Augen und den Symbolen? Gute Frage. Ich hoffe, das finden wir raus. Im DLC. Ist jemand zu Hause? Oh Gott, ist das Apartmentgebäude groß. Gott, ist das Apartmentgebäude groß. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das kommt mir irgendwie sehr bekannt vor. Ich weiß gar nicht. Der Tunnel ist Dienstag fertig. Wir können nachts mit der Operation beginnen. John hat Sprengstoff und die Beutel. Vergesst das Gemälde nicht. Das ist das Hauptziel. Ihr brecht ein. Genial. Hat wahrscheinlich super funktioniert. Hat vermutlich extrem gut funktioniert. Sprengstoff. Benzin. Ich hätte alles zusammen. Ich könnte abzischen. Ich guck noch. Wo sind sie raus? Wo sind sie rausgekommen? Hier. Und sie wurden von der Riot Guard zerlegt. Schön. So, bleib liegen. Nice. Ist das 200 Geld? Sieht nach Raub aus. Nein, echt? Peter, du bist ein schlauer Mann. So. Kleiner. Warum so kleine Zwischen. Wer braucht sowas? Warum konstruiert man sowas? Ich traue dieser Tür da nicht. Null. Geht nicht. Natürlich. Sekunde. Ah, nee, warum habe ich das gemacht? Warum habe ich das gemacht, ich Idiot? Ich hätte diese Tür nicht aufmachen sollen. Ich hätte oben rum gehen sollen. Ich war sowas von in die Ecke gedrängt. Ich konnte nichts machen. Ich bin schon wieder low life. Hi. Kannst du mich mal kurz anstürmen, bitte? Danke. Sehr verbunden. Nein, er ist auf Kopfhöhe. Okay, ich habe ihn. Ich habe das Gefühl, der DLC ist fast schwerer als das Hauptspiel. Bekanntmachung. Auf Anweisung der Regierung mit Armand White, von Armand White ist die aktuelle Ausstellung hiermit geschlossen, dass die regierungsempfindliche Propaganda verbreitet. Bezirksstaatsanwalt Reynold Creek. Wenn du schon Creek heißt, wow. Das ist irgendwie ein cooler Name. Aber er klingt auch irgendwie ein bisschen weird. Ich musste schlucken, sorry. Wer ist das? Theodore. Check. Das ist C. Thornton. Ah, ja. Das ist Vermont White. Da ist er. Der allmächtige Vermont. Hi! Ausrufezeichen! Sekunde, ich rette ihn gleich, oder ich rede gleich mit ihm. Exponate A1 und A2. Vermutlich wurden Vermont Whites Briefe an Crystal Thornton adressiert, der damals in der Ölindustrie tätig war. Und außerdem Miteigentümer eines der größten Casinos im Lande war. In den Briefen werden detailliert die möglichen Bedingungen einer Zusammenarbeit erläutert. Okay. Bist du statmäßig mehr wert als der andere. Ich darf mich nicht mit den Charakteren identifizieren, weil ich muss sie austauschen im Zweifel, wenn du versucht hast, dich dort zu verstecken. Ich kann nicht sehen. Ich glaube, du hast recht. Brandon Reed. Sociality Maximum, aber kann mich nicht heilen und nicht craften. Ich brauche leider das Leben. Ich lasse ihn hier. Oh, ich hasse das, ne? Das geht gegen alles, was ich im Hauptspiel gemacht habe. Da war mein Mantra, ja, ich rette alles und jeden. Aber das geht jetzt nicht mehr. Und das ist furchtbar. Kann ich eigentlich... Geht das eigentlich? Nee, ne? Ich muss das mal ausprobieren, ob das geht, aber ich glaube nicht. Ich glaube, die muss man erschießen. Entweder erschießen oder dran vorbeilaufen. Habe ich das hier gelesen? Nee, eine Ausstellung von Alex Madden, die Enthüllung. Nach jahrzehntelanger Forschung präsentiert der Historiker Alex Madden seine Erwägungen und Beweise, die ihm zufolge das wahre Gesicht des Rates enthüllen werden. Die Ausstellung besteht aus Dutzenden Fotografien und Gemälden sowie Archivdokumenten aus den Zeiten des ersten Besuches, die Museumsverwaltung. Okay, dann du bist erledigt. Schön.
Und ich habe alles beisammen. Okay, das heißt, ich gehe jetzt ganz easy hier durch das Apartmentgebäude zurück, wenn das nicht absolut riesig ist, was es ist. Es ist riesig. Was hast du für welche? Andere Menschen? Wo bin ich? Wo komme ich raus? Hier unten? Toll. Ich wollte nur kurz wissen, was im Nebenraum ist. Okay, ich bin wieder hier und ich habe wieder kein Leben mehr. Soll ich das nochmal probieren da oben? Die Jungs meinen das echt ernst. Ich schieße jetzt einfach sofort. Das ist mir dann egal. Drei Hits? Wirklich, ihr seid Menschen? Die haben drei Hits gebraucht. Als wären die Infizierten nicht genug. Und jetzt auch noch das. Ja, es gibt jetzt andere Menschen, die mich umbringen wollen. Die brauchen drei Hits, das sind Menschen. Und die haben auch keine Rüstung an. Schwachsinn. I call Bullshit. Ach komm. Oh, keine Ressourcen. Null. Nada. Wenigstens eine Dusche. Das hätte ich mir jetzt absolut sparen können, da reinzugehen. Ich dachte, da gibt es noch mehr, aber nein, gibt's nicht. Das war komplett im wahrsten Sinne des Wortes sinnlos, da reinzulaufen. Und ich habe noch zwei Kugeln Munition. Also noch zwei Patronen. Das ist absolut großartig. Okay, wir sind in der Zeit für dieses Mal. Ich mache an dieser Stelle Schluss. Und wir fahren dann beim nächsten Mal wieder weiter mit unserem Massaker quer durch die zerstörte Welt und überlegen uns, wen wir zurücklassen müssen, notgedrungen, und wer es verdient hat, mitgenommen zu werden. Ich fühle mich immer noch nicht gut dabei, aber ich glaube, es ist hier sehr wichtig, dass man sich nicht mit den Charakteren identifiziert, weil, wie gesagt, im Zweifel muss ich sie austauschen, weil irgendeiner kommt mit besseren Stats. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Habt ihr Laubes und Bleibratten aus Mordzaun, und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Also bis jetzt finde ich den DLC ja echt gut. Das ist wie das Hauptspiel mit ein paar neuen Features, und das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist richtig, richtig nice eigentlich.